So, da bin ich schon wieder vom Essen. Xela, wie lange habe ich gebraucht? Du stoppst doch immer die Zeit. So, ich denke mal, wir gehen jetzt zum Nest zurück, oder? Zum Daycare Trevor. Also ich glaube, es waren vielleicht 5 Minuten oder so. Ich habe mich echt beeilt. Mal schauen, was der Herr jetzt sagt. Weiß gar nicht, ist die. Ah, das Kangama ist schon hier. Okay, cool. Ich kann es nicht glauben. Du hast es tatsächlich geschafft, den Wald von diesen bösen Wilderern zu befreien. Ich kann auch noch sehen, dass du das Mutter-Kangama gefunden hast, nachdem du gesucht hast. Ich habe den ersten Kampf übrigens verloren, habe vergessen, meine Items zu checken. Meine Roserade hatte noch Choice Scarf und war locked in Sludge Bomb. Lol. ja, warum hast du da nicht einfach Heil-Items genommen? Oder wolltest du nicht? Und jetzt die große Frage. Jetzt, nachdem du den Kampf verloren hast, sind die Gegner respawned oder respawnen die nur, wenn du surrenderst? Das würde ich gerne mal wissen. Hä? Was ist das? Ja, sind respawned. Haha. Haha, das nennt sich Karma. Stimmt, ich habe gesagt, du darfst keine Items benutzen. Was ist das? Das Ei. Es ist geschlüpft. Das ist doch kein Kangama, das ist doch ein Dragosso. Das ist doch ein Dragosso. Es scheint so, als hätten wir recht gehabt, damit, dass es ein Kangama-Eck ist. Nein, ist es nicht. Das ist ein Dragosso. Ist es jetzt Kanon bewiesen, dass Dragossos Kangama-Babys sind? Oder was? Okay. Jetzt, da der Wald sicher ist und diese zwei Kangamas wieder vereint sind, glaube ich, hast du alles getun. Hast du alles getun, was du kannst? Hast du alles getan, was du kannst? Aber es gibt da noch ein weiteres Ding. Biscop, wie wäre es, wenn du sie nach Hause eskortierst? Dieser Kleine hier ist ja noch ziemlich schwach und wenn es verletzt wird, dann wird alles vergeben sein. Also, dann war alles für nichts. Ne? Und wie eskortiere ich die jetzt? Brauche ich dann Platz im Team oder wie läuft das? Oder laufen die automatisch mit? Brauche ich zwei Plätze im Team? Ja, das ist aber auch nur so eine Fantheorie, ja? Dass das dann den Schädel der Mutter aufsetzt und also der toten Mutter. Und der dann mit dem Schädel verschmilzt irgendwann, dann wird es zu einem Knogger. Das ist die Fantheorie, das ist aber nicht bestätigt. Es gibt auch eine Fantheorie, da ist, das, ist ein Dragosso eigentlich, das Glumanda von einem toten Glurak-Weibchen. Gibt auch die Theorie, weil der Schädel eher zu dem von einem Glurak passt, als von einem, Kangama. Was
denn jetzt hier? Du das? Ah, okay. Schütze das Baby-Kangana? Ernsthaft? was mache ich denn gegen den? Gar nicht, was ich am besten mache. Oh ja. Ach so. Ich kämpfe mit der Mutter. Ach so. Okay. Ja, schieß los. Schneller wegen der Paralyse, richtig. Beschütze das Baby Kangama. Warum läuft das bitte alleine vor? Nehmen wir mal an, du Dös kämpfst gegen mich. Erfahrungspunkte? Nee, aber du kannst. Das kann ich. Wie ist denn das mit PvP? B-Punkten. Jetzt die nur im Ranked? Stimmt, ne? Keine Ahnung, wie es funktioniert. Aber Erfahrungspunkte kriegst du da, glaube ich, nicht. Easy peasy. Das Kangama ist einfach mal Level 100. Oh, das hat sich so einfach von irgendwelchen Wilderen gefangen nehmen lassen. Oh wei, oh wei, oh wei. Hat der schon Psycho drin oder kommt das erst später dazu? Der hat schon Psycho drin, super. Dann können wir ja Sucker Punch machen. Sucker Punch! Nicht ganz gereicht, hä? Hätte ich Fake Out zuerst machen sollen, ich Trottel. Vielleicht wird Body Slam besser kommen, wenn Sucker Punch eh nicht reicht für einen One-Shot. Ich probiere jetzt mal Body Slam beim nächsten. Oh, ich bin auch schneller. Ha. Beschütze das Baby Kangama. Was? Der schon wieder? Nee, oder? Du dachtest, du könntest uns loswerden? Ha! Ich bin... Oh Gott, resilient. Ja, ich bin nicht so einfach loszuwerden. Wenn das eine Art. Ah, ja, ich werde dich und dieses dumme Kangama dafür zahlen lassen, dass er uns der... den Job... unseren Plan durchkreuzt habt. Gott, schafft er das überhaupt? Ist jetzt schon so sehr verletzt.
schauen. Oh! Was ist für ein Bullshit? Ja, Rache ist mein. Ich siege immer am Ende. Ja, das heißt, diesmal müssen wir das Kangama zwischendurch mal ein bisschen heilen oder so. Oder ein bisschen schlauer in den Kämpfen vorgehen. Okay. Lektion gelernt. Immer schön mit Fake-Out anfangen. Es geht aber wirklich nur das allererste erste Move im Kampf, ne? Ja. Was? Das kann man gar nicht fake-outen? Wow, Betrug. Tschüss. Lucario, benutzt du auch eins? Ich heile es jetzt schon mal ein bisschen. Ich kann es nicht heilen? Oh Gott, dann habe ich den Kampf ja schon... Wie soll man den denn machen? Nee, mal ganz ehrlich, wie soll man das denn schaffen? Aber ich hab doch schon verloren. Ich habe mich schon besiegen lassen. Du meinst, vor dem Poacher muss man sich besiegen lassen. Der Poacher hat mich besiegt. Hat er schon. Das ist jetzt schon der zweite Versuch. Man muss sich vor dem Poacher schon besiegen lassen, oder was? Dreimal verlieren soll man? Okay. Ist ja voll brutal, ey. Also ich hab's, das letzte Mal war ich ein bisschen besser, da habe ich es bis zum Poacher geschafft, aber der hat mich halt besiegt. Ist ja krass. Ich würde ihm gerne mal ein anderes Item aufsetzen, zum Beispiel ein Leftover oder sowas. Statt diesen blöden Silk Scarf. Ja, wahrscheinlich Body Slam. Fake Out hat ja nicht funktioniert. Hammerarm macht keinen Sinn und Sucker Punch war auch zu schwach. Problem ist bloß, wenn du einmal von dem geflincht wirst, ne? Gut, wir hatten Glück, wir hatten einen Crit. Aber Wing Attack kann uns auch flinchen. Wenn wir Pech haben. Oh, wir haben so ein Glück gerade. So ein Glück. Der nicht angegriffen hat. Hier könnte ich mit Fake Out anfangen. Genau, sagst du auch. Ja, Hammerarm. Habe ich das letzte Mal auch benutzt. Oh, hast du es gesehen? Der Hammerarm ging daneben. Naja, ich habe immer so ein Mega-Glück, Alter.
In Runde 2 wurde ich zweimal von einem Crobat geflincht. Na? In Runde 2 wurde ich zweimal vom Crobat geflincht. Musst du dir mal geben, ey. Also Fake Out und dann Sucker Punch, würde ich sagen. Fake Out und Body. Warum nicht Sucker Punch? Ist doch effektiv. Und auf. Achso, nee, wir sind sowieso schneller. Wir sind sowieso schneller. Daher ist es ja okay. Hoffentlich Paralyse und can't move. Schade. Oh ne. Ich glaube, wir haben schon verloren wieder. Viel Glück, oder? Ich hatte Glück mit Body Slam. Tja. Campleiter. Jetzt bin ich mal gespannt. Das tut weh. Warum habe ich nicht beim ersten einen Crit bekommen? Wahrscheinlich ein Hammerarm. Ja. Sollte reichen. Gott sei Dank. Was kommt als letztes? Tyranitar. War da auch ein Hammerarm. Hoffentlich reicht der. Ja! Ja! Nicht schon wieder. Wie kann das nur immer wieder passieren? In all meinen Jahren der Erfahrung hat es niemals jemand geschafft, mich zu besiegen. Und erst recht nicht unser ganzes Camp. Das war's. Ich hab die Schnauze voll. Ich bin fertig damit. Für immer. Es war nett, dich gekannt zu haben. Ich hoffe es, ein Eck zu klauen war all den Wert für dich wert. Wir haben das Ei geklaut? Er sagt, wir haben das Ei geklaut? Er ist doch der Eierdieb. Oder der Kangama-Dieb. Ja doch, auch ein Eierdieb. Uff, wir haben es geschafft. Kangama. Kang. Achso, Trevor. Hallo, Döskop. Ich dachte, ich sollte mal unseren neuen Freund hier überprüfen. Aber es scheint ja so, als hättest du dich schon um alles gekümmert. Du hast einen großartigen Job geleistet, die Verbindung zwischen Mutter und Kind zu stärken. Tatsache oder tatsächlich? Man sieht es aus, als würde Kangama dir etwas geben wollen. Das ist ja großartig. Ist das ein Megastein? Ah, die ganze Quest war also für Kangamas Megastein. Ach so. Cool. Kangama muss wirklich, muss wirklich zu schätzen wissen, was du für sie getan hast. Du hast denn das Kangama-Lied, keine Ahnung, wie das heißt, bekommen. Der Megastein ist Easter exklusiv. Ja, ist klar, ne? Wenn du nicht auf die Easter-Insel kannst, kannst du den Stein auch nicht holen. Cool, jetzt haben wir den Megastein. Letztendlich scheint es so, als hättest du dich um alles gekümmert. Wir sollten jetzt gehen und diese zwei Kangamas sich ausruhen lassen. Tüdelü, Döskop. Das ist ja cool. Das ist ja cool.
Dann haben wir die Quest jetzt endlich abgeschlossen. Und dann ist jetzt die Frage, was machen wir jetzt eigentlich als nächstes? Wollen wir jetzt einfach für den Rest des Tages ein bisschen noch Star Wars Formen fangen gehen? Oder zumindest versuchen? Wenn ja, habt ihr einen Vorschlag, wo wir hingehen sollen? Also, irgendeine Star Wars Form, die ihr unbedingt sehen wollt, keine Ahnung. Und einen Vorschlag, wo man die fangen kann. Das Knogger vielleicht. Auf was war das? Route 47? Alola Knogger? Wir können es versuchen gehen, meine ich, ne? Kennerlave? War ich nicht in Jotto drüben? Ach, das ist vorbei. Schade. Alola Knogger ist vorbei, ja. Ich dachte, das zählt fürs ganze Star Wars Event. Gut, was gibt's denn noch so für, Schönes? Nein, geht bis morgen. Okay. Route 47, das ist Jotto, oder? Knogger, was nimmt man denn da für ein... für ein... Sink? Gibt man da Adamant? Ja? Okay. Dachte ich mir schon fast, aber... sicherheitshalber mal nachfragen. Adamant. Und Route 47, das ist doch irgendwo... Hä? Wo ist denn die 47? Oder habe ich die Zahl falsch im Kopf? Ach, hier hinten. Ah. Nice. Nice, du hast Jabba. Das müssen wir auch irgendwann mal machen gehen. Das ist ja so eine Sidequest, oder? Keine Ahnung, ob das einer ist. Das wird wahrscheinlich nicht gehen. Also, du kannst ja, falls du es gesehen hast, kurz vor dem Camp nochmal die Pokémon ansprechen und wegschicken, wenn dir eins nicht gefällt. Aber was passiert, wenn du das siebte ansprichst? Weiß ich nicht. Was ist denn das? Das. So sieht das aus, ja? Das ist Jabba. Aber... so schlimm ist es doch gar nicht, oder? Spielt man Special. Ja, die Verteidigung, ne? Die Verteidigung ein bisschen low, aber sonst sieht es eigentlich ziemlich cool aus. Nature ist richtig, naja. Ja, okay. Das ist dann natürlich blöd. Dann ist der Stein ja grün. Thank you.
47, ne? Und hier kann man schon Encounters haben, oder? Muss man noch irgendwo Gras finden. Bin gerade nicht ganz sicher. Gras, ja? Wo ist das? Die Frage. Unten ist Wasser. Ich glaube, das war weiter im Westen. Im Westen nichts Neues. Ja, falscher Weg. Dann müssen wir hier nach oben. Ja, hier ist Gras. Gibt's noch eine andere Stelle? Ja. Die gefällt mir. Gut, hier fahren wir jetzt, denke ich mal, für den Rest des Abends. Und gucken mal, was wir so schnappen können. Wünscht mir Glück, Leute.